Heute ist Blitzerzeit, denn es blitzt und donnert, weil es blitzt und donnert. Also bei mir schaut es zumindest aus, als wäre es kurz davor. Und heute im Most Wanted auch und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted Folge 25. Ich muss gerade mal auf dem anderen Monitor schauen, ob das auch stimmt. Und es stimmt. Und ja, wir fahren jetzt die letzten drei Meilensteine. Die von der lieben Case. Ich weiß gar nicht, was für einen Speed hier wir jetzt brauchen. Mist, habe ich gar nicht drauf geachtet. Egal. Vernünftigen Fahren kriegt man das schon hin. Und wenn nicht, dann Pech gehabt. Muss es halt nochmal fahren. Ich glaube 2,25? Nein, sogar weniger. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, was für ein Ziel das war. 180, das haben wir mit 200 Sachen oder so überboten. 2,25 hier, 2,30 da. Machen wir mal. Ne, 2,55, Entschuldigung. 225, ach wie süß. Süß das wäre. Jetzt fahren wir hier wieder auch mal die schlechte Seite, merke ich gerade. Ja, da ist A, Gegenverkehr und B, Gegenstände auf der Fahrbahn. Ist nicht so cool. Gegenstände meine ich halt die blöden Säulen. Ja, komm. Warte mal, wir machen das anders. Weil wir können ja wieder von der anderen Seite fahren. Hat ja keiner gesagt, ich muss da lang fahren, ne? Hat keiner gesagt. Und genug Nitro am Start und genug Power im Wagen, die 255 zu packen. Ach, Polizei, bitte. Bleib für die letzten drei Dinge einfach mal weg. Wir haben gleich eh nochmal rund, oder zwei Rennen. Maximal Kopfrisiko. Und durch da. Sehr schön. 289 sogar. Wahnsinn. Ja, und noch hier 230. Einmal durch Rosewood. 230 Sachen und genug Nitro ist auch noch auf dem, in der Flasche, sagen wir es mal so. Auf dem Balken wollte ich schon sagen. Aber ja, gut, der Nitro-Balken halt. Nitro-Anzeige. Bitte kommt's, bleibt's einfach weg. Mehr als getoppt. Sehr schön. Jetzt haben wir die Blitze auch. Und Case will sogar hier das Rennen starten. Aber wir haben noch ein paar Sachen. Und deswegen fahren wir jetzt hier ein Sprintrennen. Mal schnell weg, weil dann kriegt man Case heute auch noch, ja. Dann habe ich keine drei Folgen gebraucht, um die Dame Platz zu machen. Das ist ja schön. Das finde ich ganz cool. Und dann steht die Nummer 6 an. Nummer 6 ist Webster, glaube ich. Oh ja. Mitsubishi. Das rechts ist, glaube ich, eine Corvette wieder. Und ja. Ja, ist jetzt schon wieder Carrera GT. So. Und wir sind gut durchgekommen. Sehr schön. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wo wir langfahren. Aber das ist mir auch wurscht. Das ist ein Arcade Racer. Da ist die Strecke fast egal. Jetzt regnet es noch. Ja, genau. Weil es ja hier eh nicht, wie schon immer so ist, als würde man auf Seife fahren. Aber gut. Ach, die Musik ist trotzdem immer geil. Ganz ehrlich, kann mir keiner sagen, dass nicht jetzt jemand, der es früher als Kind gespielt hat oder so, hier ein bisschen mitsummt oder so, ja? Ich meine, ich mache zwar den Sound in der Post-Production immer ein bisschen leiser, aber man hört ihn eigentlich immer ganz gut, finde ich noch. Zumindest wenn man so wie ich ein gutes paar Headsets auf den Ohren hat. Ja, ich trage zwei Headsets, nein, ich meine einfach ein vernünftiges Headset hat zum Beispiel oder gute Boxen auch an. Rechner, Laptop, sonstiges. Wie geht das schon? So. 65% haben wir hinter uns. Ich habe gerade bloß halber die Zunge verschluckt, weil ich hier gerade umgerutscht bin. Nein, der Evo. Geh weg. Bloß weil du Allrad hast und dich hier besser durch die Kurven ziehen kannst als ich. Das ist unfair. Na gut, hier noch ein bisschen was zu fahren. Und zum Beispiel sowas. Ich hätte dann doch etwas besser als du. Also hilf mir nochmal ranzukommen. Da vorne kommen auch noch zwei engere Kurven, oder eine engere Kurve zumindest.
guck mal hier. I am Evo. Sehr schön. Ah, und hier ist ein bisschen Highway-Abschnitt. Da vorne ist noch gleich das Ziel. Sehr schön. Ein bisschen Nitro geben, was da ist. Und ab durchs Ziel. Ja, sehr schön. Die ersten 5 Minuten von dem Spiel hier sind sehr erfolgreich. Hui, da fliegt wieder der Porsche. Der Porsche schaut echt geil aus. Die letzten 2 Thumbnails, da war ja nur der Porsche drauf. Oder sehr sehr prominent drauf, sagen wir es mal so. Ach, jetzt Headset, dieses blöde Verstärker-Ding da am Headset, ich hasse es. Soundeinstellungsding, das ist Krampf. So, muss man wieder ein bisschen leiser stellen. Weil ich habe es immer so etwas auf dem Schoß und wenn ich da mit dem Bauch oder so hinkomme, dann, ja, verstellt sich da gerne mal das Lautstärkenrädchen. Warum auch immer, wo man das nicht einfach locken kann, das Rad. Verstehe ich nicht. Notfalls. So. Ein Checkpoint-Rennen. Und dann haben wir noch ein Track Race offen. Stimmt. Ein Track Race. Und dann haben wir alles. Also das war jetzt auch ziemlich easy mit ihr, ne? Bis auf das eine. Ein Rundkursrennen war es, glaube ich, wo ich am Anfang irgendwas Probleme hatte. Nee. Das Rundkurs? Nee, es war. Was war es dann nochmal? Ah, hier so ein K.O.-Rennen jetzt. Ein K.O.-Rennen hatte ich mich ja ein bisschen angestellt. Dann war nochmal ein Rennen, wo ich noch ein zweites Mal gestartet hatte. Da hatte ich auch ein bisschen Pech, glaube ich. Ansonsten gut durchgekommen, ne? Das ist super. Und sich sind wir bei der Case echt gut durchgekommen. Ah, bis auf diese 90-Grad-Kurven. Wie kommt denn auf sowas? Da kann man doch nicht mit 200 Sachen um die Kurven fahren. So. Oderle. Ab geht's nach Rockport. Drittel haben wir schon mal hinter uns. Sehr gut. Dann kommen die nächsten Mautstellen ziemlich schnell hintereinander. Und hier auch gut durch. Jetzt haben wir gleich die Hälfte hinter uns. Huch, das war aber hier ein knappes Ding, du. Ah. Ich schaue mal einfach ein bisschen auf die Map, um zu gucken, wo es jetzt dann lang geht oder wie ich fahren muss. Und dann, ja, merkt man ganz kurz nicht, dass da Wasserbehälter sind. Ja, nicht so geil. Hoppala. So. Ein Checkpoint noch, der ist aber noch eine Minute 20 entfernt, ganze 80 Sekunden. Und da war gerade etwas Polizei aufgeblitzt oben. Und der Rückspiegel. Ich glaube, die Rückspiegel könnte man auch ausmachen, wobei ich es ganz cool finde, weil es dann Sinn macht mit dem Polizeiradar, den man hat. Wirkt realistischer. Genau. Nächste Checkpoint ist ja auch nicht so weit weg. Nur 15% hier. Wir fahren das ja doch recht flott hier ab. Nein, jetzt kommt ein Polizist. Also wir sind in Stufe 1, also am Ende wird der von uns schnell ablassen. So, weg da. Sowas könnte den aufhalten, was ich ganz cool finde. Und wir haben genug Zeit eigentlich auf der Uhr. Nein, da vorne ist natürlich noch einer, genau. Zack, mit Polizei auf dem Bild. Na gut. Hätte es ja mal probieren können. 3 Polizisten gleich. Leute, irgendwie schnell es halt ansteigt, oder? Wahnsinn. Ich bin doch bloß ein roter Porsche, der schon sehr verdächtig ist, ich weiß. So. So, schon wieder entkommen. Gefällt mir. Sehr gut. Dann haben wir bloß noch das Track Race. Voll der Track, Alter. Wir hoffen, dass es jetzt auch schnell geht. Das ist ein recht langes, ne? Also am Leuchtturm einmal vorbei.
Gut, wobei die Track Race jetzt bis auf das eine bei Jules letztes Mal eigentlich immer ganz gut ging. Also der zweite Versuch war drinne, bei Jules war es glaube ich der dritte oder vierte. Oh, Lambo fährt jetzt auch langsam schon mit, okay. Carrera S. Genau, ich bin der mit dem Gegenverkehr. Ja, nein, ja, toll. Ja, er kann natürlich weiterfahren, aber ich bin hier, ja, ich habe gleich einen Totalschaden. Ach, ich könnte doch. Ich habe jetzt keinen guten Start hingelegt. Gut, Shift, fahren wir einen hier hinterher. Na, ja genau, Porsche, ich habe doch echt da rechts gezogen und du fährst wieder nach links, was soll denn der Mist? Porsche, was habt ihr für Fahrwerk? Jetzt mal ganz ehrlich. Was habt ihr für Fahrwerke? So, am Startplan ein bisschen. Vom 23. bis 28. August ist da irgendein Festival bei denen. Sehr schön. Ich darf halt nicht vergessen, dass mir der Speedbreaker notfalls auch hier einsetzen könnte. Auch wenn ich kein Nitro mehr habe. Ja, der Lambo ist durch. Ja, darf ich nicht zu oft einsetzen, sagen wir es mal so. Und es ist halt wirklich so ein Herausfinden, welche Hindernisse es sind. Lambo hat einen recht coolen Aufbau. Sieht von Weiten aus wie so ein Kuntouch. Genau, nimm du das Auto noch mit. Sehr gut. Nein! Ich muss schauen, wie der. Ich glaube, ich muss ganz links rüber. Bei dem Betonmischer. Rechts weiß ich jetzt schon, ne? Steil ist sogar besser als ein Lambo. Okay, es geht auch. Okay, wusste ich gar nicht. Oh Mann, ich wollte doch links rüber, da war ich dann zu weit rechts. Wie war das? Ich will heute noch Case herausfordern. Ah, kann sich ein bisschen verzögern, so um 10 Stunden. Ja, hallo, bremst mich halt nicht aus. Nein, okay. Ich war aber mit meiner Vermutung nicht falsch. Bei diesem Laster da nach links ziehen. Also nach dem Leichtturm eher links halten. An sich kann man das Rennen nicht verlieren, wenn man sich dann daran hält. Weil die sich hier selber schon so gut abräumen. Oh, jetzt kann ich da auch noch rein. Wo noch immer. Links, links, okay. Mein Gott, ist jetzt. Das Rennen haben wir 4 Minuten probiert zu machen, ne? Ein bisschen aufholen. Bisschen überdreht. Ja, hallo! Ach komm! Wenn die KI halt zu blöd ist, eine Kurve zu nehmen, dann bin ich der Schuldige oder was. Theoretisch hätte ich da durchrasen können. Gott. Sollen wir einen perfekten Start hinkriegen? Ist es normalerweise kein Problem, hier durchzukommen? Lambo, bitte sei raus. Ach komm, ich hab rechts. Ja, ich lasse das hier drin. Ich lasse das hier drin.
Lass es hier drin. Weil teilweise kommst du da vorbei, teilweise nicht. Das ist doch echt der Wahnsinn, Mist. Ich habe jetzt extra nach links gedrückt. Ja, nicht deswegen. Oh, jetzt komm! Das Auto reagiert halt auch nicht. Ich wollte nach rechts ausweichen, aber ich muss nach links. Das hatte ich doch, glaube ich, vor 10 Versuchen schon gesagt. Links, links. Nach dem Leuchtturm. Bisschen überdreht. Ah, das ist wurscht. Das ist ein Porsche. Der hält das schon aus. Tanklaster. Tanklaster. Bin ich doch gar nicht damit. Nein, da ist ein. Warum kommt da ein Auto? Ach komm. Das kann es ja nicht sein. Ich will doch bloß heute Case noch herausfordern. Nein, ich nehme das mit dem Rennen hier. So, hier wieder Erster. Ach ja. Nein, ich hätte links bleiben sollen. Ah, ich ärgere mich gerade über mich selber, weil's so easy war, ganz ehrlich. Okay, nach dem Ding. Einfach links bleiben. Falls der KI ein bisschen hinterherfahren. Das ist notfalls. Ah, links, rechts, links. Ah, ich versau's selber, weil ich immer nie nachdenke, was ich mache. Ist aber alles so gewohnt, ne, im Straßenverkehr. Rechts ausweichen. Wenn man rechts fährt. Das sind alle Leute, die jetzt schon einen Führerschein haben und Auto fahren. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Für allen anderen, macht's erstmal einen Führerschein. Ist wichtig. Auch der Fahrradführerschein ist ein Führerschein. Danke, Lambo, du Blöder. Ich hoffe, die Polizei zieht deinen Wagen ein. Das wäre nur fair. Ich hab doch nach links. Ach komm. Ey, das gibt's doch nicht. Es gibt's nicht. Und nein, ich schneide das nicht raus. Ich lasse das drin, dass ich hier seit 8 Minuten verzweifelt probiere, dieses Drag Race zu machen. Ich weiß schon, dass das hier nicht so der Knaller ist. Aber ist mir wurscht. Habe ich glaube in der letzten Folge schon angesprochen. Dass sowas Let's Plays ausmachen. Vorletzte Folge ist ja wurscht wann. So, das Problem auch. Ja, endlich. Endlich. Boah. Dafür gibst du 2,5. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. So, Case, komm her. Ich bin bereit. 2 Sprintrennen, das gefällt mir. Dauern zusammen keine 7 Minuten. Das gefällt mir noch mehr. Darum wird die Folge jetzt auch nicht unnötig lang. Und dann können wir nächstes Mal schon mit dem nächsten Blacklist-Fahrer loslegen. Silbernen CK. Ich dachte, sie fährt einen schwarzen. Okay. Wirkt ja etwas immer schwarz. Na gut. Da liegt eine Tür durch die Gegend. Sehr schön. Ah, von dir ist die. Hallo, Case. Dein Auto schaut ja aus. Aber Hauptsache einen geilen DTM-Like-Kit drauf. I like that. Ein deutsches Duell. Nein, ein Stuttgarter Duell sogar. Ja, sehr cool. Gucken wir mal, ne? Welcher Schwab hier der bessere ist. Ich weiß, ich kann kein Schwäbisch, aber egal. Mir schauert halt einmal, welcher Schwab der bessere ist. Und dann sehen wir das schon, ne? Gucken, wer da mehr gespart hat mit dem Geld. Ich lasse es mit dem Schwäbisch, okay? Ja.
Aber bis jetzt hat sie... hat sie Probleme? Nein, sie ist einfach hinter mir. Obwohl, na doch, sie hat ein bisschen Probleme. Gut, wenn man auch durchs Gras fährt, was ein bisschen ausbremst. Ist das halt so. Ich darf nicht Schwäbisch reden. Ich kann das nicht. Eigentlich Schwäbisch kann ich ein bisschen, ne? So Augsburgerisch. So leichtes Bayerisch, Schwäbisch oder Allgäuerisch. Weil ich da halt aufgewachsen bin, ne? Ja. Komm schon. Dann haben wir schon mal 40%. Ach, ab nach Rockport geht's. Ich dachte, wir fahren jetzt am Strand entlang. Dann halt nicht. Case. Ich glaube, danach haben wir dann auch alle drei Damen ausgeschaltet, die es hier gibt, ne? Ja. Wie ist denn die erste nochmal? Wir haben jetzt eben hier Case. Letztes Mal hatten wir Choose. Wie ist denn die erste nochmal? Das war die mit dem EX8. Boah, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ist ja auch nur... Na gut, ist wahrscheinlich schon 2 Wochen her, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie aufnehme, als ich die fertig gemacht habe. Weil ich habe halt die ersten 19 Folgen ziemlich schnell aufgenommen. Zwischen Folge 19 und ja, der Folge 20 bis 22 habe ich knapp 2 Wochen Pause gemacht, weil ich dann eben Vorrat hatte. Und zwischen der 23. und der jetzt hier, das ist Folge 25, gab es auch nochmal knapp eine Woche Pause. Ja. Unter anderem war ich halt auch dann gut zu dem Zeitpunkt, ist Left 4 Dead, glaube ich, schon draußen, The Last of Us aufgenommen habe. An einem Wochenende. Oder am einem Wochenende? Am einem Wochenende. 14 Folgen, glaube ich. Ja. Also ich habe 2 Wochen Vorlauf bei The Last of Us. Deswegen jetzt mal wieder ein bisschen Need for Speed gespielt. Das ist ganz gut eigentlich. Mir gefällt es gerade so. 2 Projekte, die so schön ineinander laufen, die sich gut spielen lassen, die jetzt nicht allzu... ja... allzu schwer sind, sage ich mal, oder... allzu stressig. Ja, beides... auch wenn es, sagen wir, wilde Spiele sind vom Grundelement her. Oder... ja, das ist wild. Also sie lassen sich einfach entspannt spielen. So, fertig. Erstes Rennen, mehr als easy gewonnen. Tja, Case, was ist da los? Ich war sogar deutlich schneller als du. Und noch ein Sprint vom Stadium und Chase. Ich glaube, Chase ist bis nach Rosewood wieder, also vom Stadion los. Oder ist mir egal. Ich glaube, mit dem TLK sind sie sogar zu der Zeit damals DTM gefahren, ne? Ich kenne bei der DTM leider nicht so aus. Genau, Chase ist hier Rosewood, sag ich doch. Nein, ach, Spear Stadium. Okay, jetzt da. Ja, gute wilde Musik. Okay, sie hat sich festgefahren. Das ist schon mal sehr gut. Das ist 10% ohne große Probleme voll zu machen. Mir gefällt das. Wir fahren ja auch eine ziemlich gute Speedstrecke, sag ich mal. Obwohl, mir fällt gerade auf, ich habe ja im Moment 3 Projekte. Stimmt, UFC kommt ja immer noch am Wochenende. Was zumindest die letzte Folge, also Folge 17 von der UFC, 17, 18, 18 genau, von letzter Woche. Ja, auch wenn dieses Video kommt, ist es noch das Video von letzter Woche. Ne, von vorletzter Woche, Entschuldigung, vorletzter Woche. Ist doch ganz gut abgegangen, fand ich. Bis von letzter Woche, also diesen Sonntag, den 15. April, habe ich danach keine Ahnung, wie abgegangen ist. Weil ich zwischen... Release des Videos und der Aufnahme hier noch im Kino war. Ready Player One habe ich angeschaut. Ich weiß nicht, ob es noch rauskommt, aber da wird es noch über den Film mit dem lieben Flo und noch jemanden einen Podcast geben, weil der Film einfach so geil ist. Und mehr sage ich dazu nicht, mehr dann im Podcast. Wenn der schon draußen ist, werde ich den am Ende von dem Video hier verlinken, ansonsten noch nicht. Genau, weil das Video, wenn er rauskommt, ist Donnerstag, da... 20. Nee, nee. 19. Donnerstag der 19. ist das da. Donnerstag der 19. Warum fliegt der Pickup genau in meine Richtung? Egal. Case ist, wo ist die? 600 Meter hinter uns. Wenn ich sagen, das halbe Rennen ist hinter uns. Doch, liegt hinter uns. So. Das halbe Rennen ist gefahren und du hast noch keine einzige nennenswerte Aktion gemacht, liebe Case. Was ist denn los? Außer, dass du vorhin
in Auto gefahren bist, an dem Kreisverkehr. So, die Entfernung erhöht sich auch wieder. Sehr schön. 60% hinter uns. Ne, wir fahren eine ziemlich schnelle Strecke gerade, ne? Kann der Mercedes etwa da nicht mithalten? Bei dem Speed, den der Porsche fährt? Ey, und es ist echt schlimm, ne? Es ist jetzt wieder mal richtig warm gewesen die letzten Wochen. Jetzt habe ich irgendwo so ein Viech hier im Zimmer. Alter, entweder mag mich das ärgern, dem es nur mein Bein bereut, oder es irgendeine Mücke schon hat gerade zweimal zugestochen. Irgendwie fühlt sich das nicht cool an. Es juckt vor allem an der Wade jetzt. Boah, gleich mal nach der Aufnahme nachschauen. Das Ding ist ja durch hier. Das ist ja... Außer... Oh, kurz, sie hat sich gedreht. Das lässt sich nochmal ein paar Meter machen. Also lässt sich nochmal ein paar Meter machen. So. Jetzt geht es wahrscheinlich da noch hoch. Im Knast und dann... Sind wir auch schon wieder rum. Mein Gott. Also teilweise sind die KI-Gegner, also die random KI-Leute, deutlich besser als... Ja... Die Blacklist-Fahrer. Ich glaube, der einzige Blacklist-Fahrer, wo ich wirklich Probleme hatte, das war einmal der... War das Sonny? Sonny, der Golf-Typ, aber auch nur, weil ich schlecht gefahren bin. Und einmal Vic, weil er mir weg... Weil ich auch... Heißt schlecht, aber nicht gut gefahren bin, sagen wir es mal so. Aber sonst waren die alle recht easy. Jetzt haben wir knapp noch 400 Meter Vorsprung gehabt. Okay, jetzt was war los? Egal, ich habe gewonnen. Und das ist was zählt, ne? So... Die Katze Matze, du, ne? Continue. So, jetzt kann ich wieder aus zwei Symbolen von dem lieben Case wählen. Und wir nehmen einmal, nehmen wir jetzt mal rechts. Ich glaube, in der Mitte war das letzte Mal ihr Fahrzeug. Na, okay, dann schauen wir nach links. Ja, wir haben sogar den Benz, sehr schön. Jetzt muss ich gucken, jetzt haben wir eh schon wieder drei Gegner, ne? Aber wir haben noch drei. Ming ist jetzt dran. Ich dachte, den hatten wir schon. Ah, da war's. Ne, das verwechsel ich immer mit. Die heißt er Baron. Weil die beide Sonnenbrille, glaube ich, tragen und einen ähnlichen Look haben. Also nicht Look, aber ähnliches Aussehen. Und der hat einen Lambo Gallardo. Oh ja, da werden wir uns einiges. Da gibt es in der nächsten Folge was Neues zu sehen. Hector Domingo, aka Ming. Fahrzeug Lamborghini Gallardo. Stärke, ja, diese Blitzerrennen. Beziehungsweise Blitzer generell. This here is Ming. Das hier ist Ming. He prides himself on keeping his ride looking stock. Er feiert sich dafür, dass sein Fahrzeug sehr mäßig ausschaut. He's fast and shreds rudder traps everywhere he can. Also er ist schnell und er, ja, fährt gerne durch Blitzer, egal wo er ist. He's the straight goods. Was? He's the straight goods? Er ist gut auf Geraden wahrscheinlich. What? Is he got his ride from some rich cat who talked when he should have been listening? Okay, hat sein Auto von irgendeiner Reichen, die, ja, redet als zuhört. Don't take on until you're ready. Also, okay, ein bisschen komisches Englisch, aber ich glaube, es soll ihn einfach nicht zu leicht nehmen, bis wir ihn besiegt haben. Und damit haben wir die Hälfte schon mal hinter uns vom Most Wanted. Sehr gut. Ming. Genau, lass die Sonnenbrille auf, siehst du besser aus. Rockport, Lambo Gallardo, Nummer 6. Sehr schön. Ja gut, so Stock schaut ja auch nicht aus. Das Schwarz hätte ich ihm abgekauft oder komplett in Weiß, aber nicht mit diesem schwarz-weißen Look. Oder meint einfach nur, die Optik passt. Das kann natürlich auch sein. Und das kann natürlich auch sein, ne? So. Okay, es geht im Grunde darum, dass die Leute ein bisschen durchdrehen und die Cops auch am Rad drehen und 5 Fahrer haben wir noch, davon, also 5 Blacklist-Fahrer, bevor Razer kommen und 2 davon sind Razers-Leute und der ist hier nah dran und wir sehen uns später. So, das ist auch nicht schlecht, ne? Aber gut, genau, das war's das für die heutige Folge, ich begebe mich mal ins Versteck, beziehungsweise, ja, ich drücke jetzt mal Start, ne? Werde wahrscheinlich eh jetzt Autos ausbauen. Vielleicht nehme ich aber auch den Mustang. Vielleicht habe ich Bock auf Mustang. Scheiß auf die Corvette. Vielleicht habe ich Bock auf Mustang. Ah, wir werden mal gucken.
Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, die Folge hat dir heute gefallen. Wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Und natürlich ein Abo, wenn du nichts mehr verpassen willst. Und wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein, bis dahin, servus und fitti.